Man muss sich das mal vorstellen, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, es sind jetzt 5 Titel in 5 Jahren, nur 5 Meisterschaften, die 2 Pokalsiege, die haben wir mal so nebenbei noch mitgenommen. Ein Kompliment an die ganze Mannschaft und an die tollsten Fans der Liga. Was hier in Bad Langensalza wieder los ist, wenn man diese Verabschiedung gesehen hat, wenn man diese Bühnenpräsenz der Mannschaft wieder gesehen hat, ist das wie auf dem Spielfeld. Wir fühlen uns wirklich wie eine große Familie. Wir haben zusammengehalten in einem ganz, ganz harten Jahr mit unglaublich vielen Spielen. Das ist unglaublich lang vorgekommen alles. Aber es hat dann alles eben geändert mit diesem Finale und mit diesem großen Titel. 5. Deutsche Meisterschaft, fantastisch. 5 Titel und trotzdem war gestern keine Routine zu erkennen. Für Herbert Müllers Sohn Christian war es die 2. deutsche Meisterschaft. Nadja Nadgornaja war bei allen 5 Meisterschaften dabei, immer als Führungsspielerin. 5 Jahre Thüringer HC hatten gestern ein Ende. Und zu guter Letzt will ich mich bei Herbert und Helly bedanken. Und ihr habt mir gezeigt, was es bedeutet, nie aufzugeben und immer daran zu glauben. Und ich habe euch so viel zu verdanken. Eigentlich alles, was ich sportlich erreicht habe, liegt in euren Händen. Und es gibt private Gründe. Sie will mit ihrem Freund zusammenleben. Der lebt 320 Kilometer von uns entfernt. Das heißt, Handball war hier nicht mehr möglich. Ich weiß, wie schwer es ihr gefallen ist, aber ich wollte bis zum letzten Moment um sie kämpfen. Auch als Anerkennung über die Leistungen, die sie in den letzten Jahren gebracht hat. Und wenn uns das nächstes Jahr vielleicht sogar einen Titel kostet, dann ist mir das wert. Weil ich glaube, dass wir hier was ganz Besonderes haben. Und die kann Herbert Müller und seiner Mannschaft auch niemand mehr nehmen.